Herzlich willkommen, du Shakes and Fidget Fan da draußen. Ja, schön, dass du zu einer neuen Runde Shakes and Fidget eingeschaltet hast. Ja, wir befinden uns hier. Jetzt hier gar keinen Stressmann hier. Genau, wir haben in der Gilde. Moment, wir werfen das direkt mal in die Toilette hier. Da, boah, müssen wir direkt mal zuschlagen. Ich guck's mir mal ganz kurz an. Hier, du Arschkrampe. Obwohl, geht eigentlich, ne? Aber komm, machen wir einen Gegenangriff. Gegenangriff, ja, easy. Post, ja, ich will jetzt immer jeden angreifen, der mich auch angreift, einfach aus Prinzip. Aber der ist bedeutend besser. Er hat was? Er hat den Schal, ne? Dann nehmen wir den auf jeden Fall mal mit. So. Ja, ich will gleich mal. Moment, wir drehen hier mal ein bisschen. Wie machst du das? Na komm. Pilze? Wie machst du das? Wie machst du das? Das zweite Mal in Folge? Ja, das sind doch drei Stück. Sehr schön. Sechs Pilze. Na komm. Noch einmal los. Ah, schade. Okay, wir haben die arkane Toilette schon ein bisschen befüllt. Ja, komm, dann können wir das hier zerlegen. Gegenstand zerlegen. Folgendes. Wir machen, ja, hier noch kurz. Warum auch nicht. Ja, folgendes. Und zwar kam hier in der Gilde immer ein bisschen auf jetzt mal. Vielleicht kann der eine oder andere gucken. Grüße gehen raus, Jungs. Wenn ihr dabei seid, beziehungsweise was heißt Jungs, Leute von der Gilde. Grüße euch alle da draußen. 4 und wir haben hier mittlerweile 83. Ja. Da kam jetzt hier die große Diskussion auf, wie es am besten funktioniert, diese Abenteuer, wie die funktionieren. Ganz einfach, ihr habt hier die Abenteuer, ihr habt hier die Funktionsweise, wer was hier macht und so. Da gibt es auch Excel-Tabellen, hat auch einer, glaube ich, reingepackt in die Gruppe, mega cool, finde ich echt cool. So. Hier haben wir jetzt zum Beispiel, ja, was bringt uns das alles? Wir schauen mal ganz kurz, habe ich für Mittwoch, heute ist Mittwoch, habe ich da einen Winter, Herbst, Montags, ich glaube ich hatte einen Mittwoch, oder? Mittwochs, tagsüber, ja, Gammelforst. Das heißt tagsüber, wir haben noch ein bisschen eine Stunde Zeit, das heißt wir kriegen den. So, unser Ziel ist es hier immer, wir haben drei Wege und müssen, hier seht ihr auch, müssen dann sozusagen den Weg gehen und 40 Punkte ergattern. So, das heißt hier, wir brauchen den Klaus. Der Klaus hat hier diese Zombie-Teile. Das heißt, wir gehen als erstes mal vermehrt auf diese Zombie-Teile. So spiele ich es zum Beispiel. Oh, ich nehme auf jeden Fall definitiv die Früchte mit. Jetzt nehme ich mir hier einen Schlüssel, weil ich keinen Nutzen draus ziehen kann. Zack, zack. So, ah, schade, er kam nicht, aber ich nehme die Truhe noch mit. Der Klaus hätte eigentlich kommen müssen, kam jetzt nicht. Das war das beschissenste Beispiel, was überhaupt nur kommen kann. Ist halt leider auch, gehört auch einfach dazu. So, wir haben nochmal die Chance, Klaus zu finden. Hier, zack, zack. So, jetzt gehen wir hier hin. Ey, die kommen heute nicht, ne? Ey, was ist denn los? Zweimal? Okay, ja. Ey. Du siehst irgendwie so. Fuck, Mann. So, 8 hier. Jetzt nehmen wir das mit, weil wir können ja durch den Brunnen dann was finden hier. Zack. Und dann nehmen wir das mit und wir bauen halt uns auf die 40 auf. Nehme ich die zwei Pilze mal mit. Genau, das ist eigentlich so alles, ne? Wir bauen auf diese Punkte halt auf. Ja, komm. Wenn wir eh schon verkacken, verkacken wir richtig. Und dann haben wir haben es leider wieder nicht geschafft und haben es 9 gefehlt. Aber dann kriegen wir hier diesen Bonus hier. Und das seht ihr, Lehrmeister der Gilde, Sammelalbum, ganz wichtiges Sammelalbum. Tut Sammelalbum immer hochpacken.
plus dann auch mal 2% plus 1,2%. Und damit habt ihr dann halt... Ja, und hier haben wir das Pad. Und das ist halt auch ein großer Vorteil für diese, ja, für diese Expedition. Weil du schaffst halt viel eher, dass es was droppt, ne? Oh, schade, ich hätte gerne den Becher mitgenommen, aber nee, ich will... Ah, ich habe mich verdrückt. Ah, scheiße. Ja, ich habe mich verdrückt. Also heute läuft es überhaupt nicht, ne? Ah, egal. So, jetzt haben wir das nächste Tierchen. Den Elefant. Und ja, ich habe hier alles schon fertig gemacht, aber wir können mal hier unsere Schattenwesen mal füttern. Dann können wir den mal probieren. Bam. Sehr schön. Und die 144 gemacht. So, hier haben wir halt leider alles schon voll. Hier haben wir einfach schon 12 Stück, ja. Hier auch und hier auch. Hier haben wir alles schon. Ja, aber ich behalte mir die. Wie gesagt, kannst du immer gebrauchen. So, wir machen mal weiter. Und wie gesagt, wir bauen uns einfach mal auf die 40 drauf an. Zu, oder wir bauen halt immer auf die 40 auch drauf auf. So, jetzt haben wir hier das Toilettenpapier, haben wir direkt geschafft, kriegen wir 20. Jetzt baue ich noch ein bisschen auf Truhen. Weil ich denke, Toilettenpapier kriege ich auch immer schlechter. Obwohl hier, ja, das könnte man zusammenkriegen. Ja, scheiße. Also heute Spiel, ne? Heute hast du es mit mir. Also heute ist ja der Wurm drin, ne? So, jetzt aber komm. Jetzt holen wir es uns. Jetzt haben wir es. Perfekt. Das erste Mal am heutigen Tag, dass wir es mal besitzen. Komm. Ja, aber stimmt, wir hätten ja. Genau, und so kriegen wir die vollen Sterne. Und dann kriegen wir nochmal einen Bonus, halt einen höheren oder höhere EP. Kriegen wir dann. Für dich nichts mehr, mein Guter. Für dich halt heute nichts mehr, ne? So, da haben wir die EP. Klasse des Baden müssen wir noch. Okay. Schau dich ruhig. Meine Waren sind die besten. Nö, da haben wir nichts draus. Gegenstand zerlegen. Ja, ich gehe noch weniger auf meine Begleiter. Ja, weil ich mir momentan noch denke, komm, ich warte erstmal, bis ich die fetten Epics krieg. So, dann würfeln wir mal kurz. Dann machen wir das mal fertig und würfeln mal eine kleine Runde. Nehmen wir das Holz mit. Aha, schade. Ach, ich hatte gestern, genau, wo ich noch nach der Aufnahme hatte ich dann nochmal, nachdem ich dann fertig war mit meinem Termin und allem, habe ich dann nochmal hier 890, ich habe dann einfach 125 Sanduhren erhalten, weil ich 5 Stück hatte. Das war halt schon pornös. Vor allem so, bei 3 ist es okay, bei 4 schon ein bisschen mehr. Ja, wir gehen mal aufs Gold, komm. Ah, schade, aber es hätte eh nichts gebracht. Dann gehen wir auf die Steine. Jawoll. Ja, was willst du da nehmen, ne? Noch das Beste draus gemacht. Boah, ja. Ja. Passt, nehme ich immer so mit. Lieber was gewonnen. Sehr gut. Jawoll. Glückwunsch. Und nochmal komm. Bam. Glückwunsch. Nehmen wir die Steine mit. Ein letztes, komm. Glückwunsch. Perfekt. Ja, bei der Festung sind wir auch schon ziemlich weit. Ich habe dann auch hier ein Upgrade gemacht von... Weil das hatte ich nicht hier. Das hat mir noch gefehlt gehabt. Wir sind jetzt, wie gesagt... auf der Zielgeraden. Wir haben hier jetzt noch... Ja, das zieht sich jetzt noch hier 8 Stunden, 8,5 Stunden. Und dann würde ich direkt... Ritterhalle kann ich eh nicht ausbauen, also würde ich direkt hier auf die... auf die Festung gehen, weil da habe ich dann demnächst alles zusammen. Weil wenn ich hier in der Schatzkammer ein geheimes Lager das rüber switch, habe ich sowieso zusammen. Also werde ich das auf jeden Fall so machen. Jetzt genau, dann könnten wir wahrscheinlich noch was suchen, was finden. Wisst ihr? Wir können hier jetzt mal... schlafen gehen. Und jetzt können wir noch den Barden.
Will mal gucken, ob ich hier so einen Baden. Haben wir auch eine Aufgabe mit. Kill ein. Oh. Moment, bloßen Händen. Ja, da haben wir es eigentlich. Ja, komm, dann machen wir das auch. Ganz ehrlich, wir nehmen sie. Zehntausendster. Da haben wir sie doch. Okay, wann hatte ich denn angegriffen? Ach, den einen hatte ich angegriffen. Ja, da warten wir noch die 30 Sekunden. Oh, ich hab Zeit. Ich kann warten. Oh, da haben wir 826.000. Ich sag ja im Endeffekt, wir haben noch einen Raid. Stimmt ja, der Gilden-Raid geht ja auch demnächst noch los. Oh mein Gott. Aber den werde ich nicht mehr in der Folge hier schaffen. Ja, also wie gesagt, pusht eure Sammelalben hoch. Das ist ganz wichtig. Das macht auch so viel aus. So. Direkt mal 104.000 noch. Sehr geil. So, jetzt mal so ein bisschen klicken hier auch auf Glück. Einfach mal auch das Glück hochzukriegen. Jetzt gehen wir hier noch ein bisschen. Ah, schön alles ausgeben, die ganze Kohle. Wir müssen aber ein bisschen lasse ich mir mal noch für Raid diesmal nicht, glaube ich, weil ich bin nicht der Meinung, dass wir es schaffen. Also ich glaube an die Gilde. Wir hatten auch einen super Raid, aber hier, ich glaube, der wird schon verdammt schwer. Obwohl, wenn ich mir die so angucke, guckt euch mal diese Aktivität dieser Gilde an, ne? Es ist halt so hammerhart geil, wie die Leute einfach, klar, hier zum Beispiel mal zwei, die nicht aktiv sind, aber überlegt mal, der Rest alles, nur aktive Member dabei, ne? Also das ist heftig, ne? Deswegen bin ich da schon guter Dinge, ne? Was haben wir denn beim Schmied da so rumgammeln? 13.000. Ja, es ist halt immer so, Komm. Los. Ja, komm. Schade. Wir können ja hier mal im Tornado noch mal ein bisschen, ne? Schade, klappt auch nicht. Dann würde ich jetzt hier sagen, wir haben es ein bisschen getestet. Wir sind 1700 da. Boah, geil. Was haben wir denn so? Gildentechnisch sind wir halt ein bisschen runtergerutscht, was aber nicht verkehrt ist, finde ich auch mal ganz gut. Dass wir mal ein bisschen, wenn wir nicht mal direkt angegriffen. Festungstechnisch bin ich 888. Pets bin ich 1300 und so bin ich 1700. Ich denke, wenn ich mehr Arena kämpfen würde hier so, würde glaube ich sogar noch ein bisschen mehr gehen. Aber ich bin so ein stiller Kämpfer. Erstmal noch. Ich denke aber, dass ich dann schon noch wahrscheinlich demnächst versuche, da noch ein bisschen hoch zu marschieren. Ich denke auch, das werde ich so anpacken mal in nächster Zeit, dass wir da noch ein bisschen hoch marschieren. Gut, wir haben alles. Ich würde sagen, ja, das war's und macht's gut.